So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute mal den Max Büchner zu Gast bei mir. Max, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du aktuell? Und ja, vielleicht mal eine kurze Einführung. Ja, hi Dennis. Also was mache ich? Ich habe International Business studiert an der EWS, bin von da an die Harvard Summer School gekommen, habe dort Project Management bei Theo Nicolai studiert, das ist der Project Manager von Tesla. Danach bin ich nach Oxford, habe dort internationale Diplomatie neben dem Bachelorstudium im Pre-Master studiert und bin jetzt an der HSG an St. Gallen und studiere International Affairs hier. Genau. Nice, sehr, sehr interessanter Werdegang. Ja, vielleicht magst du mal so erzählen, grundsätzlich, wie kamst du so an sich so zu dem Studium? Was war so deine Beweggründe, dann mit dem Studium zu starten? Vielleicht magst du da mal so eine kurze Einführung geben. Ja, wie bin ich zum Studium gekommen? Ist eine längere Geschichte. Um es kurz zu halten, nach dem Abi war ich erstmal ein paar Monate reisen, habe angefangen in Indien, bin von da nach Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Südkorea, bin dann ins Mount Everest Base Camp gestiegen während dem Monsun und habe mich dann dazu entschlossen, mit dem Pferd durch die mongolische Steppe zu reiten für 2 Wochen auf einem Solo-Survival-Trip. Und ja, in der Steppe gibt es nicht viel. Das heißt, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und da bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, Managementstudium, das ist das Ding. Habe mich bei der EWS beworben, wurde auch genommen und habe dann dort angefangen. Sehr nice. Das ist immer so die Frage, ne? Manchmal nach dem Abi geht man so hin und denkt man sich so, okay, was fängt man jetzt mit seinem Leben an? In der Schule war es ja so, beim Abi, man wurde noch so ein bisschen so reingedrängt in eine gewisse Richtung, man muss die Schule machen, man muss das Abi machen und nach dem Abi ist es ja so, man kann sich frei selbst entscheiden, was will man mit seinem Leben anfangen, wenn man es mal so formuliert diesbezüglich. Ne? Nice. Ja, wie kam es so, dass du dann gesagt hast, hey, ich will so in diese wirtschaftliche Richtung gehen? Bist du da so nach dem Beruf gegangen, nach Interesse gegangen? Was war so deine Beweggründe mit dem Studium quasi dann zu starten? Warum BWL? Für mich gab es eigentlich nur zwei Wege. Das war einmal BWL oder die andere Entscheidung wäre Soldat gewesen. Ich denke, Soldat macht vielleicht Spaß, wenn man noch jung ist, aber gerade wenn man älter wird, macht es vielleicht keinen Spaß mehr, durch den Schlamm zu robben. Deshalb habe ich mich dann für BWL entschieden, einfach weil es langfristig ja wahrscheinlich die vernünftigere Entscheidung ist. Und ich würde sagen, also mit der EWS habe ich alles richtig gemacht. Einem werden dort alle Türen geöffnet, alle Türen stehen einem offen, man bekommt allen Support, den man sich nur wünschen kann, wenn man die Chancen auch nimmt. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, den viele nicht realisieren, dass Chancen nicht auf einen zugeflogen kommen, sondern dass man sie eben ergreifen muss. Und jeder ist eigentlich sehr glücklich, dir zu helfen, wenn du das möchtest und wenn du auch weißt, wo du hin möchtest. Und das ist vielleicht so ein anderer Punkt, der vielen Leuten im Studium fehlt, ist, dass einfach dieses klare Ziel fehlt, wo möchte ich eigentlich hin und warum möchte ich das? Und das ist auch ein Thema, wenn du an Elite-Unis gehen willst, wie jetzt Oxford oder Harvard, warum die Dropout-Rate oder die Acceptance-Rate so low ist, dass die Unis, die screenen dich danach, weißt du, was du möchtest? Und weißt du, wie du dorthin kommst und dass du diesen Mehrwert bietest, indem du sagst, okay, ich weiß, ich möchte das machen, um Folgendes zu erreichen. Und damit ich persönlich dorthin komme, brauche ich das, was ihr mir anbietet. Ich würde sagen, das ist so im Groben die Formel und dass du dann knallhart und ehrlich sagst, das bin ich und ich stehe dazu, wer ich bin und was ich mache. Und dann sagen die auch, okay, cool, passt zu uns oder du passt nicht zu uns. Aber viele sagen, okay, ich will einfach nur krass Karriere machen, deshalb bewerbe ich mich jetzt an Oxford, damit ich irgendeinen Namen auf dem Lebenslauf habe. Aber im Prinzip ist das nicht das, wofür die Einrichtung da ist und deshalb werden viele abgelehnt. Wenn wir uns mal gleich mal ein bisschen näher darüber unterhalten, so Thema, wie man auch an die ganzen Elite-Unis kam, wie so dein Werdegang diesbezüglich war, wie man da überhaupt hinkommt. Ich glaube, für manche erscheint das noch ziemlich abstrakt. So Harvard, Oxford, das sind ja so Namen, die kennt man gefühlt aus irgendwelchen Filmen oder aus dem Internet oder sonst wo, ja. Aber dass man selbst mal da studiert hat, etc., da kennt man ja im Umfeld sehr, sehr wenige, die das mal so gemacht haben. Deswegen sehr interessant, dass wir uns da gleich mal darüber näher unterhalten. Genau, was wir uns ja heute vorgenommen haben, ist ja mehr so auch mal so das Thema, so diesen Karriereaspekt, dieses Thema Praktika, wie man da den besten Einstieg findet und was auch dementsprechend für Möglichkeiten auf einen warten, so nach dem BWL-Studium etc. Thema Lernstrategien haben wir mal heute einiges mitgebracht, da müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen, aber ich denke mal, dass da die Zuhörer sehr, sehr viel mitnehmen können aus diesbezüglich. Wie bist du denn so damals in das Studium reingestartet? War es so, dass der Einstieg ins Studium sehr leicht gefallen ist? War es schon immer so, dass du da sehr gute Noten erzielt hast? Wie war es so bei dir so am Anfang, diese Umstellung damals auch von Abi auf Studium? Wie sah es da damals bei dir so aus? Die Umstellung von Abi auf Studium war eigentlich recht fließend. Also klar, die ganze Kultur ist nochmal anders. Du musst schauen, dass du dich organisierst. Die Lectures laufen anders ab.
Du hast keine Hausaufgaben, sondern musst dich selbst darum kümmern, dass du am Ball bleibst. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich recht fließend. Ich wurde dann auch innerhalb der ersten paar Wochen zum Studentensprecher gewählt. Das war eine super Experience, die ich allen nur empfehlen kann, weil du connectest halt nicht nur mit deinen Peers nochmal ganz anders, sondern bekommst auch nochmal eine ganz andere Einsicht in die Universität. Beziehungsweise kannst dann auch, ich sag mal, mit deinen Professoren bonden, was natürlich klasse ist, wenn du später Empfehlungsschreiben brauchst. Also dort die Initiative zu ergreifen und dich auch für die Uni einzusetzen, auch wenn du vielleicht nicht direkt dafür bezahlt wirst, zahlt sich auf jeden Fall langfristig aus. Kann ich nur empfehlen. Sehr nice. Ja, es ist ja so, gerade jetzt das neue Wintersemester startet ja auch schon in wenigen Wochen bei den meisten, an den meisten Universitäten, Hochschulen etc. Und was man ja häufig hört, mir persönlich ist ja mein Semesterstart ganz zu Beginn meines Erstsemesters sehr holprig verlaufen. Bei mir war es ja so, dass ich am Anfang sehr am Struggeln war. Ich war immer schon, würde ich sagen, eine sehr disziplinierte, sehr motivierte Person. Das heißt, daran hat es nie so wirklich gelegen. Auch Organisation, würde ich sagen, war immer ein gutes Thema. Und bei mir war ja meine größte Herausforderung, so wie geht man mit diesen ganzen großen Stoffmassen und komplexen Stoffmassen um. Ja, wie hast du da so quasi diesen Umgang gefunden? War es denn so, dass du, also was war so deine grundsätzliche Strategie? Wie bist du so im Studium vorgegangen? Was waren so deine Noten grundsätzlich? War das so deine Vorgehensweise? Also im Schnitt über alle Studien hinweg war die Leistung eigentlich mal sehr gut. Also gut bis sehr gut. Ich würde sagen, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich Dinge zusammengefasst habe. Das ist wahrscheinlich so der Klassiker, wenn man aus der Schule kommt, dass man Lectures nimmt und einfach Summaries schreibt. Kann ich nicht empfehlen, ist einfach ein Waste of Time. Also ich würde sagen, schau dir erstmal an, was sind die Ziele aus der Lecture, also nach was wirst du gegradet. Muss ich ein Essay schreiben? Muss ich ein Examen schreiben? Und je nachdem weißt du dann, wie du dich mit dem Material beschäftigen musst. Also wenn du weißt, du musst ein Essay darüber schreiben, dann hast du die Infos die ganze Zeit vor dir. Musst dir also nicht die Zeit nehmen, die ganzen Infos auswendig zu lernen, was sowieso nicht zu empfehlen ist. Also es ist besser, das größere Konzept zu verstehen. Und ja, von da, also davon auszugehen und sich den Rest herzuleiten. Also overall würde ich sagen, versuch es dir selbst zu erklären. Ich hatte so ein großes Whiteboard in meinem Zimmer hängen. Das hat extrem gut funktioniert. Du schaust dir eine Seite an, überlegst dir, was ist die Key Message von der Seite und versuchst dir das dann selbst an dem Whiteboard zu erklären. Und in dem Moment, wo du es erklären kannst, hast du es auch verstanden und dann musst du es dir nicht mehr anschauen. Safe, Ich meine, safe. es gibt verschiedene Lernmethoden, bei denen du das Ganze immer wieder rekapitulierst. Aber ich denke, wenn du es einmal richtig erklären kannst, kannst du dir das auch sparen. Safe. Das ist ja so, was die meisten überhaupt nicht checken, das habe ich früher auch sehr falsch gemacht am Anfang. Glücklicherweise hat es ja noch alles gut geändert, habe es ja trotzdem auch geschafft, im Top-1-Studium dann zu beenden. Aber was mir persönlich auch damals schwer gefallen ist und was ich auch merke, sehr, sehr häufig bei Studierenden, man geht irgendwie hin, bereitet sich gar nicht so richtig auf die Lecture vor, man schreibt irgendwie alles so mit, weil man irgendwie alles ist wichtig, am Ende fasst man alles noch zusammen, weil man es ja irgendwie so aus der Schule kennt, schreibt sich Karteikarten, liest sich die Dinge häufig durch, in Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt. Und dann wird mehr darauf geachtet, dass man versucht, diese ganzen Inhalte irgendwie auswendig zu lernen oder halt irgendwie so drauf zu haben. Aber man achtet weniger auf das Verständnis und man sieht nicht dieses große Ganze. Das heißt, dass man diese Connections so sieht, was das angeht. Und das ist genau dieses Thema, was du eben angesprochen hast. Deswegen auch eine super Methode, auch das Whiteboard oder generell einfach mal sich immer so also ein bisschen rauszuzoomen aus der Perspektive und diese Konzepte mal mehr zu verstehen. Weil wenn die Verknüpfungen sitzen und man grundsätzlich erstmal die Inhalte, die Konzepte verstanden hat und es Klick gemacht hat, natürlich gibt es hier und da so Definitionen, die man eins zu eins auswendig können muss, weil der Dozent einfach die Folie genauso um Wortlaut hören möchte. Natürlich kann man dann dazu übergehen, quasi mit Methoden zu arbeiten, dass man die Sachen auch auswendig kann. Keine Frage, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, die Inhalte so zu begreifen. Und dann weiß man auch, wie man auch mit Transferaufgaben umzugehen hat, in Prüfungen etc., weil, sind wir mal ehrlich, um wirklich auch eine einzelne Prüfung zu schreiben, natürlich kriegst du mit auswendig lernen vielleicht viel hin und kriegst dann auch vielleicht noch hier und da mal in der einen oder anderen Fach eine gute Note. Aber in den meisten Fächern, wo man auch merkt, okay, diese Hürde auch wirklich dann, um zu dieser Eins zu kommen, kommen natürlich auch mal Transferaufgaben vor. Und wie man damit umgeht, da musst du einfach die Inhalte von vorne bis hin wirklich verstanden haben, begriffen haben. Und da kommen Lehrmethoden natürlich gut zum Einsatz, wenn man weiß, okay, man weiß, wie man halt Dinge auswendig lernt. Ja, alles gut und schön, aber es geht ja grundsätzlich darum, erstmal diese Inhalte zu begreifen, die Konzepte da zu begreifen. Da gibt es natürlich auch spezielle Lehrmethoden dafür. Können wir auch später vielleicht mal drüber sprechen. Ist weniger heute das Thema. Wir wollen uns ja mehr über das Thema Karriere, Thema Praktika beschäftigen diesbezüglich. Aber ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, was ich tagtäglich bemerke bei Studierenden, was mir damals auch im ersten Semester extrem schwer gefallen ist. Deswegen, Leute, schreibt euch keine Zusammenfassung, sondern checkt die Inhalte. Das ist viel wichtiger.
Sicherlich. Gerade wenn du auch sagst, diese Verknüpfungen herstellen. Ich denke, eine Sache, die mir auch wirklich sehr geholfen hätte, gerade am Anfang des Studiums, ist also jetzt bezogen auf BWL, dass sich alles um ein Unternehmen dreht. Also du lernst nicht Marketing als sich, du lernst nicht Accounting als sich, sondern das sind alles Teile. Es geht immer um dasselbe Thema, nur aus einer anderen Perspektive. Und wenn man das verstanden hat und das verknüpfen kann, dann kommt das auch sehr gut bei Professoren an, wenn du da diesen Transfer herstellen kannst. Da ja auch Transferaufgaben, ja. Safe. Ist ja so, all diese Fächer, Marketing, Accounting, Buchführung, Grundlagen BWL, wenn man das mal alles mal so bezieht und sich vielleicht mal am Anfang vielleicht mal so als Mindmap so eine grobe Struktur fasst, wie hängen die einzelnen Sachen miteinander zusammen und mal so guckt, dass man dieses Bigger, also dieses Big Picture niemals aus dem Auge verliert, dann kann man auch bessere Verknüpfungen aufbauen, die Sachen besser verstehen. Natürlich wird man merken, wenn man denn sich im Studium dann nur noch Mindmaps erstellt, dann sind die irgendwann extrem aufgebläht, dann bringt das Ganze auch nichts mehr. Deswegen muss man da auch zu speziellen von Mindmaps übergehen, da erzähle ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen-Videos ganz, ganz viel darüber, das ist auch sehr wichtig. Ja, aber grundsätzlich, wie du es gesagt hast, Inhalte verstehen, dieses Bigger Picture aufbauen und dann ja, wird man da auch bessere Verknüpfungen aufbauen, weil das ist ja das, worauf es ankommt. Dann wird man auch sehen, wenn in der Prüfung dann spezielle Sachen geprüft werden, dann probiert dein Verstand oder dein Hirn sich ja immer so wieder daran zu erinnern, wo kann ich diese Information jetzt zuordnen und dass man das, die Information in die richtige Schublade einordnet, das ist ja das Wichtigste. Und das kriegst du ja nicht hin mit auswendig lernen, weil dann kommen so Fragezeichen im Kopf auf, sondern dass man diese Inhalte begreift, was das angeht. Das ist ja viel wichtiger. Exakt. Gut. Ja, dann wie, ich glaube, ganz große Frage, die ich auch alle Zuhörer dann stellen, wie schafft man es dann in diese Elite-Universitäten reinzukommen? Das heißt Oxford, Harvard, das sind ja sehr, sehr große Namen. Ich glaube, wenn man irgendwie an Elite-Universitäten denkt, auch weltweit, dann sind ja, glaube ich, auch zwei Universitäten, die dann direkt einem so einfallen, was das angeht. Manche kennen das aus irgendwelchen Netflix-Serien, wenn man Suits guckt, dann kommt da Harvard auf oder an jedem amerikanischen College-Film oder was auch immer. Ja, wie kommt man da rein? Was ist da wichtig? Kommt es nur auf die Noten an? Kommt es auch nur auf andere Sachen an? Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Ich denke, dass nur auf die Noten ankommt, das ist eine Common Misconception. Ich denke, Noten sind sehr relevant und die zeigen deine Leistungsbereitschaft, aber es ist nicht alles. Also wie gesagt, wollen die sehen, wer bist du als Mensch und warum möchtest du das machen, was ist deine Motivation dahinter und warum ist das für dich wichtig? Also wie bringt dich das weiter, wenn du dort die Möglichkeit hast zu studieren und wie hilft das der Allgemeinheit weiter, dass du dort warst? Und wenn du das klar formulieren kannst, dann hast du gute Chancen reinzukommen. Außerdem geht es nicht nur darum, dass du akademisch gut bist, sondern dass du auch andere Themen hast, die dich interessieren, also Exzellenz auch in anderen Fields und dass du dann einen Transfer herstellen kannst zwischen eine gute Freundin zum Beispiel, die studiert in Oxford und die ist extrem gut in Ballett. Also ist eine klasse Balletttänzerin und für sie ist halt wichtig, dieses Attention to Detail, das sie aus dem Ballett gelernt hat, das auf die akademische Leistung mit zu übertragen und damit zu argumentieren. Absolut. Wie setzt man das dann, sag ich mal, so im Praktischen um? Wenn du sagst, okay, es kommt jetzt wenig, also Noten ist immer, wie gesagt, wie so ein Schlüssel, wie eine Eingangstür, was das denn? Wenn man den Schlüssel nicht hat, dann ist es schwer, die Türe zu öffnen. Aber worauf kommt es noch an? Also, du hast ja gesagt, dass man noch in anderen Bereichen eine gewisse Exzellenz hat. Was heißt das jetzt in der Praxis? Heißt das, man muss noch es kommt noch auf Praktika an, auf die Persönlichkeit an? Wie, also was muss man den Universitäten da vorlegen, um da wirklich da mal so reinzukommen? Also was sind so die praktischen Umsetzungen in dem Sinne? Also, wenn man sich die Requirements anschaut, dann hast du meistens einen Englisch-Test auf jeden Fall. Also, Englisch-Test, du brauchst Empfehlungsschreiben von zwei oder drei Professoren, meistens auch vom Dean. Dann einen bestimmten Schnitt, der erfüllt sein muss, oder ein GMAT-Score. Und vielleicht noch einen Mathe- oder Logik-Test, je nachdem, für welches Programm du dich bewirbst. Und dann kannst du einfach die Requirements durchgehen und deinen Haken setzen, was du schon hast und was nicht. Nice. Mit was für Noten muss man da so ungefähr so rechnen? Also es ist ja, glaube ich, auch wenn man dort draußen mal so guckt, so dieses Thema Noten, alle sagen, ja, man muss auf Noten achten, manche sagen, Noten sind ja nicht so wichtig und so weiter und so fort. Muss man natürlich auch immer darauf achten, in welchem Kontext man da spricht und was letztlich das Endresultat ist, wo man später auch nach dem Studium einsteigen möchte. Mit welchen Noten muss man dann da quasi so rechnen, wenn man jetzt bei Oxford oder Harvard reinkommen möchte? Und ja, was sind da so die Requirements diesbezüglich? Also ich denke, mit einem Schnitt, der schlechter als 1, irgendwas ist, wird es einfach schwierig, weil die Competition so hoch ist. Also selbst mit GMAT wird es wahrscheinlich mit einem 2-Schnitt schwierig reinzukommen. Heißt das dann Also auch 1,0, 1,2 oder reicht das schon, wenn man so einen 1,7er-Schnitt hat, etc.?
Ich könnte, es kommt immer auf die Person an. Also wenn du jetzt besondere außerakademische Leistungen hast, ist wahrscheinlich alles möglich. Aber in der Regel sind alle Leute, die ich dort getroffen habe, haben irgendwie einen guten Einserschnitt. Ja. Okay. Es ist dann auch so, dass sie auch so ein bisschen darauf achten, ob man jetzt in Deutschland, sage ich mal, diesen Begriff Target-Uni, der ist ja, glaube ich, unter BWLern sehr bekannt. Diesbezüglich kommt man da auch, kommt es dann auch an, dass man auf so einer Target-Uni war oder es ist egal, auf welcher Uni, Hochschule etc. man da studiert hat oder noch studiert. Wie sieht es da auch diesbezüglich aus? Also, als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich, ja, wenn du an der Target-Uni warst, dann öffnet dir das alle Türen. Es öffnet dir auch viele Türen, aber es ist definitiv nicht alles. Also, ich würde mir das vorstellen wie ein gutes Fitness, ob du jetzt bei Fit 7-Eleven trainierst oder bei irgendeinem Fitness. Also, es kommt darauf an, dass du regelmäßig gehst und das Beste draus machst und nicht darauf, dass du eine fancy Einrichtung hast. Also, das erstmal ganz grundlegend, aber natürlich, wenn du deine Chancen nutzt, werden dir mehr Chancen geboten, wenn du an einer guten Uni warst. Aber das heißt nicht, dass du später nicht mehr auf eine Elite-Uni kommst, nur weil du, ich sag mal, an einer No-Name-Uni warst, ja. Alright, das ist ja für viele so sehr interessant, weil man denkt sich so, okay, man studiert irgend so in einem Kaff oder so und dann weiß man gar nicht, hat man überhaupt irgendwelche Chancen. Viele haben ja auch gar nicht so einen richtigen Ansprechpartner. Mit wem soll man sich da austauschen? Man kennt jetzt keinen Professor oder Leute, die jetzt irgendwie da studiert haben, was das angeht, und dann ist ja alles zu hören sagen. Da weiß man ja gar nicht so, worauf soll man jetzt vertrauen diesbezüglich. Deswegen ist es, glaube ich, Das interessant. stimmt. Aber selbst wenn man diesen Access nicht hat, kann man sich immer noch Coaches wie Dennis Lehn suchen und sich da die richtigen Infos Beispiel. absuchen. Ja. Oder diese Podcast-Folge anhört, dann hat man da auch schon mal ganz viel mit rausziehen können. Dann vielleicht mal so zum Thema Praktika. Also was für Praktika hast du vielleicht schon so gemacht, so also in deiner bisherigen Karriere? Gucken die da auch dementsprechend drauf, wenn du jetzt zum Beispiel an die Elite-Universität möchtest, welche Praktika man da gemacht hat? Was sind da so deine Erfahrungen grundsätzlich, wenn wir da mal so anfangen, Metaebene, BWL-Studium, Praktika? Was sind da so da, was so deine eigene Meinung dazu, was hast du bisher du für Erfahrungen gemacht im Allgemeinen? Ja, gerne. Also grundsätzlich ist immer die Frage, wo möchtest du hin? An vielen Elite-Unis ist es so, du hast ganz klar eine Richtung vorgegeben. Gerade an kleineren Unis hast du meistens so entweder Consulting oder Banking. Und dann sollten deine Praktika auch dementsprechend sein. Für mich war von Anfang an klar, ich möchte in M&A und Private Equity gehen. Deshalb habe ich mir jetzt das letzte Jahr Zeit genommen, um verschiedene Praktika zu machen, die einmal diesem PE-Investment-Cycle folgen, also von Deal-Sourcing über die Execution, M&A, zu Financing und letztendlich Portfolio-Management. Das heißt, ich war in Boutique-Banken, ich war in Banken, ich war in einem Private-Equity-Fonds und ich war bei Rheinmetall in M&A und habe mir dort angeschaut, wie verwalten die ihr ganzes Portfolio. Ist die Frage, lohnt sich das? Ich denke, es kann sich lohnen, also gerade gehaltstechnisch hast du dort immer Verhandlungsspielraum, gerade auch nach dem Bachelor. Also, das ist nicht das Thema. Was sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist dieses Bigger Picture zu verstehen, über das wir uns eben schon unterhalten haben. Also, normalerweise ist es so, du gehst in eine Großcompany rein, sagen wir KPMG, du bist dort in M&A und du siehst nur einen Ausschnitt daraus. Es ist aber wichtig, dass du diesen ganzen Prozess verstehst und wenn du deine Praktika strategisch wählst, sodass du eine Übersicht über das ganze Thema bekommst, dann kann einem das schon extrem viel geben und also gibt dir schon ein Stück Vorsprung gegenüber deinen Peers, Ja. einfach weil du das Bigger Picture verstehst und genau weißt, woran arbeite ich gerade und warum ist es wichtig, dass ich das so und so mache und nicht anders, weil du eben dieses ganze Bild siehst und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt. Ja, absolut. Ich glaube, um da vielleicht mal, bevor wir da nochmal tiefer reingehen, auch für die meisten, was mir damals auch im Erstsemester noch nicht so richtig bewusst war, das wurde mir dann erst so richtig bewusst, quasi, wo man sich mal intensiver damit befasst hat, diesbezüglich, so Anfang, also Ende des Erstsemesters, Anfang zweites Semesters. Weil am Erstsemester, glaube ich, hat man noch teilweise, wenn man noch so einen holprigen Start hat, hat man erstmal ganz andere Kopfschmerzen. Aber letztes ist ja auch so dieses Thema: sehr, sehr viele Studierende, was ich ja heutzutage auch noch bemerke, sind dann so, dass die mit so einer Planlosigkeit so in das Semester, in das Studium reinstarten. Teilweise haben die schon sehr gute Noten, manchmal haben die noch nicht so richtig gute Noten, aber man denkt sich so, okay, wenn man mit dem Studium fertig ist, man hat ja studiert, man hat ja auch einen guten Abschluss oder kam auch gut durch. Dann wird das ja schon irgendwie später mit der Karriere, was das angeht. Das ist ja, glaube ich, ein Trugschluss, zu dem viele so kommen, was das angeht, weil man kann ja nicht einfach ohne praktische Erfahrung quasi später ins Berufsleben einsteigen und sagen, man möchte jetzt in die Strategieberatung rein, man möchte jetzt Investmentbanking rein, Private Equity und so weiter und so fort, sondern sind ja gewisse
Vorkehrungen, die da einfach getroffen werden müssen. Und was sind also grundsätzlich deine Erfahrungen? Also, wann sollte man Praktika machen? Sollte man schon vor Beginn des Studiums damit starten? Wie gezielt sieht das im Laufe des Studiums aus? Im ersten Semester, zweiten Semester, sollte man in jedem Semesterferien da Praktika machen? Wie sieht es da grundsätzlich aus, wenn man jetzt da auch in die hohen Positionen rein möchte? Das heißt, sagen wir mal, Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity, wie sollte man so seine Praktika grundsätzlich strukturieren? Also ich würde sagen, je früher, umso besser, einfach damit du diese praktische Erfahrung sammeln kannst und weißt, worauf es letztendlich auch ankommt. Weil diese akademische Komponente ist eine Sache, aber die Realität sieht halt ganz anders aus. Und wenn du nicht weißt, auf was wirklich ankommt, dann fokussierst du dich vielleicht auf die falschen Sachen, auch in diesem theoretischen Aspekt vom Studium. Ansonsten, welche Praktika hängt ganz davon ab, wo du hin möchtest. Vielen Recruitern oder Headhuntern, ja. Ja, dass wir da vielleicht direkt mal einsteigen. Wenn wir sagen, also du willst jetzt später, sagen wir mal, ins Private Equity, wie es zum Beispiel bei dir der Fall ist, das heißt, man hat sich so Gedanken gemacht, wo möchte man später hin, man möchte jetzt später zum Beispiel Private Equity in diesen Bereich rein. Was sind da so die Schritte, die man gehen sollte, um dort reinzukommen? Ich denke, das erste Praktikum wird wahrscheinlich irgendwas in Consulting oder in eine Big Four Company sein, in der Regel. Das muss nicht so sein, war bei mir auch nicht so. Aber dass du von dort auf jeden Fall in dein erstes M&A-Internship kommst, darum geht es im Prinzip. DCM, also Debt Capital Markets, das ist auch noch hochrelevant, gerade wenn du dir Leverage Buyouts, LBOs anschaust. Ja, ansonsten kannst du dir kleinere PEs, die mit Market aktiv sind, raussuchen, kannst bei denen erste Internships machen. Die Buy-Side ist schon nochmal ein ganz Stück anders als die Sell-Side. Also einfach ein Gefühl für die Kultur zu bekommen. Ich kann nur empfehlen, geh auf Networking-Veranstaltungen, sprich mit den Leuten in der Industry, verstehe, um was geht es eigentlich. Und wenn man sich sympathisch ist, kommt man so auch relativ einfach an Internships. Also das ist nicht das Problem. Wie sieht es denn da so aus? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel in Studium reinschaut, merkt, man hat jetzt am Anfang des Semesters, im ersten Semester jetzt nicht so die Top-Noten. Hat man da überhaupt dann nochmal eine realistische Chance, überhaupt da reinzukommen? Weil man kann sich auch vorstellen, bei größeren Unternehmen, alles was so in Richtung Konzernstrukturen geht, ist ja auch so, dass da relativ schnell aussortiert wird diesbezüglich. Deswegen, welche Noten sollte man da grundsätzlich denn mitbringen, um erstmal erste Praktika da zu erlangen? Also welche Schritte sollte man da mindestens mitnehmen und ja, was sind also deine bisherigen Erfahrungen? Also grundsätzlich, je besser der Schnitt ist, umso besser. Ist eine ganz witzige Story vom Recruiter in Banking. Er hat gesagt, für eine Position bekommen die teilweise ja 600 Bewerbungen. Deshalb teilt er den Haufen an Bewerbungen in zwei, wirft einen Haufen weg und sagt, die Leute hatten kein Glück und Leute mit ohne Glück brauchen wir in Banking sowieso nicht. Also selbst wenn du gute Noten hast, heißt das nicht, dass du auch eine Position bekommst. Das erstmal allgemein. Wenn du die Noten dann hast, ich kann nur empfehlen, schau dir die Fragen an. Es sind immer wieder dieselben Fragen, die dort aufkommen. Wenn du nicht weißt, welche Fragen das sind, geh zum Beispiel zu ChatGPT, frag, was sind Recruiting-Fragen im Investmentbanking und arbeite die einfach durch und check, ja, kenne ich mich damit aus? Und damit bist du dann erstmal recht gut aufgestellt. Also keiner erwartet, dass du dorthin gehst und schon alles kannst. Aber du musst halt offen sein und mit der Attitude reingehen, ja, jetzt habe ich studiert und ich kann alles. Die Leute machen das 20 Jahre so und die wissen wirklich, von was sie reden. Safe. Ja. So ist ja wie so eine kleine Klausurvorbereitung. Kann man sich auch einen kleinen Plan aufstellen, dass man weiß, okay, wenn man dann da im Interview sitzt, was das angeht und weiß, welche Fragen prinzipiell kommen können, dass man das auch mal so übt und trainiert und auch guckt, dass man sich da mehr informiert und sich einfach so planlos reinstartet. Ne? Auch hier, du Ja. sagst ja eben, je besser die Noten, also desto besser ist es ja. Auf eine Stelle kommen da 600 Bewerbungen rein. Das heißt auch hier, wie sieht das denn aus? Also welche Stelle sollte man denn mindestens haben, wo man sagt, okay, da hat man denn eine realistische Chance? Also was man ja auch so mitbekommt, so bei Goldman Sachs etc., das ist ja auch so, dass man teilweise nur 3% der Bewerber irgendwie dann später genommen werden. Ist ja auch schon eine krasse Hausnummer. Wie sieht es denn hier aus? Also wenn man da grundsätzlich weiß, man möchte in solche Positionen rein, was sollte man da so mitbringen? Also vom Notenschnitt her mindestens. Schwierig, das zu pauschalisieren. Ich würde aber sagen, wenn deine Uni besser ist, kommst du wahrscheinlich auch mit einem schlechteren Schnitt weg. Es muss eigentlich schon eine Eins davor stellen, sonst bist du nicht kompetitiv. Ja. Es ist ja so, natürlich muss man auch dazu sagen, was ja häufig immer gesagt wird, ja, Noten, also beschreiben ja einen nicht als Person selbst. Natürlich, wenn man jetzt weiß, man ist super diszipliniert, zieht Dinge durch, am Ende scheitert es an den Noten, liegt es an der Lernstrategie. Deswegen
Häufig muss man ja sich auch mal so selbst klar machen, Noten sind immer so ein Feedback von Prozess und diesen Prozess muss man einfach mal richtig angehen, dann ist es eigentlich relativ selbsterklärend, gute Noten zu schreiben. Wenn man weiß, man hat ein Ziel, man weiß, man hat einen inneren Antrieb, dann hat man schon mal einen Motor, um überhaupt erstmal ins Handeln zu kommen. Wenn man jetzt weiß, wie man sich auf den jeweiligen Klausurtyp vorbereitet, man weiß, okay, hier sieht die Klausur am Ende des Semesters so aus, hier sieht es so aus. Wenn man auch grundsätzlich weiß, wenn man die Inhalte grundsätzlich verstehen hat, lernen kann etc., dann ist ja meistens also der größte Faktor, wenn man einfach weiß, man ist diszipliniert, weiß, wie man grundsätzlich zu lernen hat, dann sollte das an sich kein Problem sein. Ja, was würdest du sagen, also in welchen Abständen sollte man so Praktika machen? Das heißt, wie sah es bei dir persönlich aus? Das heißt, wann hast du deine ersten Praktika gemacht und wie sah es im Laufe des Studiums aus? Welche Praktika hast du da grundsätzlich gemacht? Also ich habe vor dem Studium schon in der Finanzanlageberatung gearbeitet, aber mehr im Portfolio-Management, also dieser quantitative Part. Habe dann im dritten Semester mein erstes Internship in einer Boutiquebank in München gemacht. Bin von dort, was habe ich dann gemacht? Ich war im Institute of Economic Affairs, das ist ein Think Tank in England, in London. Bin von da zu einem PI in Frankfurt. Von dem PI bin ich zu Houlihan Lokey in Frankfurt und habe dann meinen ersten eigenen M&A-Deal gemacht mit dem Wissen, das ich gesammelt habe aus den ganzen Internships. Und das kann ich empfehlen. Versuch das selbst für dich umzusetzen, weil dann kommt wirklich alles zusammen und du verstehst halt wirklich, kann ich es oder kann ich es nicht. Und wenn es funktioniert, dann kann ich es. Und wenn nicht, sollst du vielleicht noch ein Internship machen. Ja, sehr geil. Ja, was kann man denn so erwarten, so grundsätzlich, so Tippen, Praktika? Wie viel verdient man so ein Praktika? Lohnt sich das? Wie ist der zeitliche Aufwand? Weil, was man ja immer so mitbekommt, gerade in karriereorientierten Studiengängen beziehungsweise Berufen später, ist es ja so, dass man irgendwie so gehört, ja, okay, mit unter 60 Stunden, 70 Stunden die Woche kann das Büro nicht verlassen. Wie sieht es da aus mit den Arbeitszeiten soweit und auch Thema Gehalt beim Praktika? Was hast du da bisher so für Erfahrungen gesammelt? So, Thema Gehalt. Ich denke, für das erste Praktika während dem Studium kannst du irgendwas zwischen 1,5 und 2,6 erwarten. Das, was ich so von Peers mitbekommen habe. Wenn du mit dem Bachelor durch bist oder auch später, kann das durchaus ein normales Gehalt sein. Also, das ist gar keine Frage. Entschuldigung, was war die andere Frage? Alles gut, lass uns mal darüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch interessant für die anderen zu wissen. Ja, halt. Wenn man jetzt so zum Beispiel mal in München, Frankfurt oder in Investmentboutique etc. so Praktika macht, ist es denn so, also was man ja auch mal so gehört hat, es gibt ja auch so Leute, die dann teilweise, wenn man so Praktikum jetzt zum Beispiel in London macht, dass sie da auch schon teilweise fünfstellige Gehälter zahlen für Praktikanten und sonst was, ja auch mal so gehört, wie was sind da so deine bisherigen Erfahrungen diesbezüglich darüber? Also ich kann jetzt keine genaue Nummer geben, aber das kommt schon hin. Ja, Crazy. das ist kein Problem. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also man denkt so, man ist noch gar nicht fertig mit dem Studium und erzielt ja teilweise auch sehr, sehr große Gelder so im Praktikum. Aber ja, es ist teilweise so surreal. So man kann sich das gar nicht so vorstellen. Man denkt sich immer so, okay, man ist ja noch nicht fertig ausgelernt, man ist ja noch nicht mit dem Studium durch und dann ja, ist schon relativ krass, was man da so erwarten kann. Ne? Man muss sich halt überlegen, du arbeitest in einem recht kleinen Team, also normalerweise 5, 6 Leuten an wirklich großen Transaktionen. Also ich denke, das größte war so 1,2 Milliarden. Also das ist letztendlich nicht mehr das Problem. Dort gibt es andere Probleme, wie zum Beispiel Leistung. Also du musst dann halt tatsächlich auch bereit sein, zu leisten, abzuliefern. Das heißt, stundentechnisch sieht das so aus. In der Regel bist du bei einer großen Bank um 9 dort und gehst so zwischen 12 und 1. Das heißt, du musst bereit sein, Familie, Freunde erstmal hinten anzustellen, dich mit den Themen zu beschäftigen. Du kommst nach Hause, hast vielleicht was nicht verstanden, schau dir das besser nochmal an, weil, wie gesagt, es gibt 600 andere Bewerber, die genau auf deinem Platz sitzen möchten. Also, es ist schon eine Leistungsgesellschaft und man sollte auch bereit sein, dann abzuliefern. Vielleicht schon vielleicht ein bisschen komische Frage, so, aber wie wird man so zu so einem Arbeitstier? Wie, also was ist so der Antrieb an sich selbst? Ist es an sich, also so, dass man sagt, hey, man will einfach das Maximum aus sich rausholen, aus seiner Persönlichkeit rausholen, netzwerken. Auch natürlich ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man später auch natürlich nach dem Studium gut verdienen möchte. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber was ist so der Antrieb, zu sagen, okay, man geht jetzt hin und arbeitet 60, 70 Stunden pro Woche, was das angeht, und verzichtet halt auf viele weitere Sachen, weil später im Beruf sieht es ja auch nicht anders aus, und zumindest für die ersten Jahre. Man sagt, okay, man muss halt da schon öfters mal die Extrameile gehen. Also was ist so der Antrieb, vielleicht auch von deiner Seite so ein bisschen, oder was hast du für Erfahrungen gesammelt, was bewegt die meisten zu sagen, hey,
Privatleben runterschrauben und unternehmerisch, beziehungsweise ja, was die Karriereleiter betrifft, da mal so ein bisschen das Ganze vermehrt angehen. Was würdest du sagen, was dann deine bisherigen Erfahrungen darüber? Also ich kann nur für mich sprechen, meine Erfahrung damit ist, oder was mich antreibt, ist, ich sehe das Ganze wie ein Spiel, also es ist wie so ein, du kennst diesen Rubik's Cube, den du drehen musst und so richtig Moves machen, damit das ganze Bild aufgeht. Ja, und das macht einfach Spaß. Also man spielt sich im Prinzip hoch und ist einfach ein gutes Feedback, wenn man, Karriere ist im Prinzip ein gutes Feedback dafür, dass man seine Sache gut macht und das macht einfach Spaß. Ja. Ja. Ist meine Motivation. Nice. Und Auch vielleicht auch Banking, warum sollte ich in Banking starten, wenn das so viele Stunden sind? Oder ja, ich denke, die Learning Curve ist sehr, sehr steil und egal, was du danach machen wirst, du hast halt ein gutes Toolset und weißt, wie unterhältst du dich mit Banken, wie unterhältst du dich mit Clients, wie charge ich extrem hohe Preise, wie verkaufe ich das Ganze, aber wie bereite ich auch mein Material professionell vor? Und das sind einfach Dinge, die dich dein ganzes Leben begleiten. Mit denen kannst du beraten, mit denen kannst du selbstständig aktiv sein, mit denen kannst du bei großen Banken obviously arbeiten. Ja. Also das ist ein sehr breites Skillset, das du dort mitnimmst. Absolut, ja, wie du es gesagt hast, die Learning Curve, die ist halt krass, ne? Also, es ist ja so, wenn man sich auch mal vorstellt, so, man arbeitet über die 40 Stunden oder 60 Stunden hinaus, etc. Das ist ja nicht so, dass man da auch mal so Phasen hat, wo man sich so langweilt, etc. Wahrscheinlich, gut, kann ich mir weniger als vorstellen, aber man lernt halt einfach extrem viel und diesen Progress, den hast du halt in anderen Berufen nicht, ne? Man kennt es ja so bei den meisten, die dann irgendwie so vielleicht 40 Stunden arbeiten, dann gibt es mal Phasen, die sind mal gut, Phasen, da ist weniger zu tun und dann hat das ja auch meiner Meinung nach, wenn ich ob jeder die Meinung teilt, aber wenn man weiß, es wird nicht, man kann sein volles Potenzial nicht ausschöpfen oder es gibt gewisse Phasen, wo einfach weniger zu tun ist und man ist mehr Kaffee am Trinken als am Arbeiten, da hätte ich das Gefühl, dass meine Arbeitszeit zu wertvoll ist, um jetzt da so einen Scheiß zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Und man weiß, man hat da einfach, man wird jeden Tag gefordert, man entwickelt sich als Persönlichkeit, als Charakter weiter, macht krasse Connections, kommt mit Leuten zusammen, die auch krasse High-Performer sind, dann ja, entwickelt man sich als Person weiter, wenn man halt auch mehr zu so einer Art Maschine gefühlt wird. Aber auch andererseits, ja, daraus kannst du ja sehr viel fürs Leben mitziehen. Ne? Das heißt, es gibt ja auch viele, die dann sagen, hey, ich mache das für die nächsten Jahre, ziehe ich das so durch, aber dann will ich vielleicht auch mein eigenes Ding machen oder habe eigene Business-Ideen, die man danach umsetzt. Ne? Deswegen, ja, vielleicht, was würdest du sagen? Was ja auch sehr bekannt ist von vielen, dass man sagt, okay, man zieht das 3 bis 5 Jahre durch und dann ja, steigt man da aus und macht so eigene Dinge. Was sind da so vielleicht so deine Intentionen? Was hast du bisher so von anderen so mitbekommen? Was ist so gängig in dem Bereich soweit? Was würdest du sagen? Ja, die Arbeitsstunden sind, wie gesagt, schon sehr extrem. Das heißt, wenn irgendwann das Thema Familie interessanter für einen wird, sieht man oft, dass Leute dann sich umorientieren, zum Beispiel von der Sales-Seite auf die Buy-Seite gehen, wo die Arbeitsstunden dann doch ein bisschen humaner sind. Da arbeitest du vielleicht nur bis um 8 oder um 9. So, dass du auch noch Zeit für Familie, Freundin hast, Familie. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal diese Experience mitnehmen, weiter Karriere machen und dann können wir in 3 Jahren nochmal sprechen. Ja, dann laden wir schon mal in 3 Jahren hier ein und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Sehr, sehr nice. Cool. Ja, ich glaube, das waren sehr, sehr geile Insights erstmal für die anderen, dass man da so ein bisschen mitbekommt, wie schafft man es überhaupt generell erstmal so diese krassen Elite-Universitäten rein. Was ist wichtig, wenn es jetzt darum geht, immer später Karriere zu machen? Wie sollte man seine Praktika strukturieren, etc.? Wie lernt man konkret? Wie gesagt, macht euch keine Lernzusammenfassung, wenn ihr ein Learning haben, bezogen auf die Lehrmethode heute, schreibt euch keine Zusammenfassung, auch wenn ihr gerade im ersten Semester reinsteigt, sondern guckt, dass ihr die Konzepte grundsätzlich versteht. Das ist viel, viel wichtiger als da alles runterzuschreiben und dann irgendwie seine Zeit damit zu verschwenden. Ja, hast du vielleicht noch irgendwelche Impulse an Leute, die jetzt frisch mit dem Studium starten, beziehungsweise Leute, die im Bereich BWL studieren und vielleicht da noch ein bisschen, ja, ein bisschen so dieser rote Faden fehlt? Was würdest du den Leuten so mitgeben? Den Leuten, die noch nicht wissen, wo sie hin möchten, den würde ich empfehlen, möglichst viel auszuprobieren, sodass ihr am Ende kompetent sagen könnt, das kann ich gut, das kann ich nicht gut, da kann ich einen Mehrwert auch einer Firma bieten, das möchte ich machen oder das kann ich mir vorstellen, das länger zu machen. Für die Leute, die schon wissen, wo sie hin möchten, wäre mein Tipp, werd dir darüber klar, wer du selbst bist und was dein persönliches Interesse ist und dass du dann letztendlich auch dazu stehst. Weil viele bewerben sich, versuchen dann eine Persona zu sein, die sie nicht sind und werden deshalb nicht genommen. Wobei
sie wahrscheinlich genau der richtige Teamplayer gewesen wären, wären sie einfach so aufgetreten, wie sie wirklich sind. Absolut. Das Glaube ich soll mitgehen. auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Das kannst du wahrscheinlich auch aus privater Sicht so vielleicht nachvollziehen. So, weil du hast ja, glaube ich, am Anfang des Podcasts erzählt, man hat sich ein Pferd gekauft, ist durch die Mongolei geritten, etc. Mega geil. Aber so, es geht ja mehr darum, einfach sich im Leben mal drei Fragen zu stellen. Es gibt immer drei Fragen, die du im Leben stellen sollst. Erstens, wer will ich als Person sein? Zweitens, was will ich erreichen? So, und drittens, warum will ich das erreichen? Das sind die drei Fragen, auf die man Antworten haben möchte. Man sollte wirklich mit dieser ersten Frage anfangen. Das heißt, wer will ich überhaupt als Person sein? Was will ich, wenn ich irgendwann mal sterbe, wenn ich morgen sterben würde, wie will ich als Charakter dastehen? Was soll meine Familie, meine engsten Leute über mich denken, dass man sich mal grundsätzlich im Klaren ist, welche Identität möchte ich über die nächsten Jahre, über die nächsten Monate kreieren, um dorthin zu kommen, auch wenn das schon sehr abstrakt erscheint oder sonst was. Das ist voll in Ordnung. Deswegen ist es ja der Prozess, der dich genau zu dieser Identität schafft, was das denn ist, diese Erfahrung, die du sammelst, dass du neue Referenzerlebnisse in deinem Leben hervorrufst, die ja quasi dir Beweise für diese neue Identität liefern. Das ist ja auch extrem wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dann daraus Ziele ableitet. Welches Ziel passt zu meiner Identität, die ich quasi langfristig mir quasi aufbauen möchte, zu der ich heranwachsen möchte, und dann aus dem Klaren rein, warum möchte ich das machen? Das heißt, selbst wenn zum Beispiel Geld oder irgendwas alles keine Rolle spielen würde, warum will ich trotzdem hingehen und diese Sachen machen? Das heißt, welche Absicht ist größer als negative Gedanken, Emotionen, Rückschläge, Ablehnung, Niederlagen etc.? Das heißt, wofür bin ich bereit, sogar diese Dinge in Kauf zu nehmen, dass später man genau dorthin kommt? Und das soll gewissermaßen deine Identität sein, die man später quasi annimmt, plus dein Ziel, was das betrifft. Weil das ist dem wenigsten bekannt, weil man wird ja heutzutage durch die Gesellschaft in gewisse Sachen reingedrückt. Jeder verlangt von dir, du musst ein Studium machen und du musst dies machen, musst das machen oder sonst was. Und dann verliert man total den Kontakt zu dir selbst. Deswegen geht hin, geht auch mal nach dem Abi gerne mal reisen. Habe ich genauso gemacht. Ist eine sehr, sehr geile Sache. Stellt euch genau diese Fragen übers Leben und macht euch genau diese Punkte klar, weil letztlich ihr entscheidet über euer Leben und nicht jemand anders. Und wenn ihr sagt, okay, ihr lässt euch da irgendwie so reindrücken von der Gesellschaft und sonst was, dann entscheidet ja die Gesellschaft darüber, wer er später wird. Und das ist der größte Fehler überhaupt. Macht euch selbst klar, wer wollt ihr später werden, was wollt ihr erreichen, warum wollt ihr es erreichen. Und dann habt ihr da, glaube ich, schon mal eine extrem krasse Klarheit. Und das wird euch ja auch dementsprechend diesen Antrieb geben, auch diese nächsten Lebensschritte besser und vertieft anzugehen, was das angeht. Das ist auch ein Riesen-Learning. Wenn ich meinem 16-Jährigen, 18-Jährigen sprechen will, würde ich mir genau das sagen. Sehr genau das. Gut, Ja. erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die heutige Folge. Ich glaube, da konnten die anderen nochmal sehr, sehr viel rausziehen, was das angeht. Ja, wenn Leute Fragen haben, dürfen Leute dich kontaktieren, dürfen die Leute dich auf Instagram anschreiben oder irgendwie sonst kontaktieren auf LinkedIn. Genau. Am Der kann besten dich auf LinkedIn. antworten. Max Büchner suchen, Büchner mit UE und ansonsten über dich. Sehr gut. Sehr geil. Ja, Max, Dann dann wünsche ich erstmal Ihnen nochmal. weiterhin viel Erfolg. Mega. Dann erstmal nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den heutigen Call soweit. Hoffe, die anderen konnten da sehr, sehr viel mit rausziehen. Macht euch gerne Notizen, hört sich die Folge vielleicht zweimal an. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Max. Super.